Hallihallo und herzlich willkommen zu den heutigen Highlights des Giro d'Italia. Wir gucken wie immer zu Beginn der Highlights auf das, was gestern los war. Da gab es einen weiteren Massensprint und Alberto Dainese war der glückliche Sieger dieser 11. Etappe. Er bezwang die komplette versammelte Sprinterkonkurrenz und holte sich damit den größten Sieg in seiner Karriere. Heute nun geht es auf die längste Etappe in diesem Giro. Wir fahren über 204 Kilometer von Parma bis nach Genua. Und noch bevor es losgehen konnte, gab es schon eine Aufgabe zu vermelden. Das Team Lotto Soudal gab bekannt, dass der endschnelle Australier Caleb Ewan heute nicht mehr an den Start gehen wird. Der hatte ja so seine Problemchen auf den letzten Tagen. Und nun will er also neue Energie schöpfen und dann vielleicht im Sommer bei der Tour de France in alter Stärke wieder zurückschlagen. Für die 164 verbliebenen Rennfahrer in diesem Giro wird es heute auf jeden Fall keine leichte Aufgabe. Wir haben fast 3000 Höhenmeter auf dem Weg bis in die Hafenstadt am Mittelmeer zu bewältigen. Es gibt unterwegs 3 Bergwertungen und 2 Sprintwertungen und wir sehen schon, fast die komplette erste Hälfte führt eigentlich bergauf. Da dürfte es spannend werden, wie sich dort mit der Spitzengruppe des Tages verhält. Und wir sehen es jetzt ja auch, die erste Rennstunde war mit einem knappen 55er Stundenmittel auch wirklich brutal schnell und extrem hart umkämpft. Arnaud Demar spielte dieses Szenario allerdings extrem in die Karten, denn er konnte sich so weitere 12 Punkte im Kampf um das Maglia Ciclamino sichern. Danach wurde aber direkt drüber attackiert. Dries de Bont, der aggressivste Fahrer von gestern, der stellte sich heute in den Dienst seiner Mannschaft und irgendwann stand dann eine 22-köpfige Gruppe des Tages. Bestplatzierter in dieser Gruppe war Wilco Keldermann mit über 11 Minuten Rückstand. Insofern konnte Richard Carapaz hier an der Spitze des Feldes dem Ganzen nickend zustimmen. Und wir haben ansonsten noch gleich 3 Fahrer für das Team Alpecin-Phoenix da vorne mit Mathieu van der Poel. Aber auch Michael Schwarzmann und Nico Denz waren aus deutscher Sicht mit dabei, genauso wie Magnus Cort Nielsen. Bagnaia CSF und auch Drohnhopper hatten allerdings keinen vorne mit dabei. Die schickten dann nochmal Covili, Sardini und Gaburo hinterher. Die brauchten knapp 20 Kilometer, um aufzuschließen, sollten es dann aber noch schaffen. Und das Team Trek-Segafredo hatte jetzt im Feld die Kontrolle übernommen. Ja, und dann wurden heute auch noch durch den Renndirektor Blumen niedergelegt. Genau an dieser Stelle hier in der Abfahrt des Passo del Bocco kam 2011 Wouter Weiland auf tragische Weise ums Leben. In diesem Jahr fuhr man das erste Mal wieder mit dem Giro hier vorbei. Knapp 56 Kilometer vor dem Ziel lag der Vorsprung für die Spitzengruppe dann immer noch bei über 5 Minuten. Das sah also gar nicht mal so schlecht aus. Und Lorenzo Rota für das Team Intermarché Vanti-Goubert sagte sich, gut, ich versuch's jetzt mal. Er fuhr einfach mal los, wurde sogar weggelassen und bekam dann nochmal Gesellschaft von Stefano Oldani und Gies Lehmreise. Für die drei hieß es also jetzt knapp 50 Kilometer vor dem Ziel alles oder nichts. Sie nahmen ihre Beine in die Hand. Dahinter wurde fleißig weiter attackiert. Unter anderem Ballerini war heute sehr, sehr aktiv. Aber alle weiteren Attacken wurden zunächst mal vereitelt und irgendwann stand dann eine sehr, sehr starke Kletterer-Verfolgergruppe mit 4 richtig guten Rennfahrern, Buitrago, Keldermann, Mollema und Hamilton. Aber auch die hatten jetzt schon über eine Minute Rückstand und hier sehen wir es jetzt, 30 Kilometer vor dem Ziel einer letzten Bergwertung haben unsere drei Helden da vorne immer noch 45 Sekunden Vorsprung. Der Weg bis nach Genua führte dann auch erstmal großenteils bergab und somit schafften sie es tatsächlich bis zur Zielgeraden und hier ging es nun wirklich um den Etappensieg. Lehmreise hatte es schon vorher mal kurz versucht, wurde aber wieder eingeholt. Dann eröffnete der Mann für das Team Jumbo-Visma trotzdem nochmal den Sprint, wollte sich also auf gar keinen Fall einfach so geschlagen geben, wird dann aber trotzdem nochmal übersprintet und nun sind es Rota und Oldani, die den Sieg unter sich ausmachen. Und wer hat am Ende das längste Stehvermögen? Es ist Stefano Oldani, der 24-jährige Italiener für das Team Alpecin-Phoenix. Die Mannschaft von Mathieu van der Poel holt sich also den nächsten Etappensieg und jetzt kommt hier die Verfolgergruppe mit 57 Sekunden Rückstand ins Ziel. Da wird es ganz interessant werden für Keldermann, der hatte ja schon viel Zeit in der Gesamtwertung verloren. Heute macht er wieder einigen Boden gut. Wir sehen ja nochmal den Sprint um den Etappensieg von oben und im Team Alpecin-Phoenix. Da ist die Freude natürlich dementsprechend groß. Es gewinnt ein weiterer Italiener eine Etappe. Rota ärgert sich natürlich, Lehmreise wird Dritter, dann Mollema, Buitrago, Keldermann, Hamilton, Vendram, Taramee und Pascal Enkhorn wird heute Zehnter. Das Hauptfeld kommt dann knapp 9 Minuten nach dem Tagessieger ins Ziel. Das bedeutet, Keldermann macht heute gut 8 Minuten in der Gesamtwertung an Boden gut. Damit kommt er noch nicht in die Top 10, wird aber jetzt wieder als 13. geführt und Juan Pedro Lopez bleibt einen weiteren Tag an der Spitze der Gesamtwertung. Seit dem Etna hat er ja das Trikot an, führt weiterhin mit 12 Sekunden vor Carapaz und Almeida. Ja, und so geht's morgen weiter. Wir sind auf Etappe Nummer 13, das Ganze witzigerweise an einem Freitag. Die Etappe ist mit 150 Kilometern deutlich kürzer als noch heute. Es geht vom prestigeträchtigen Sanremo bis nach Cuneo. Es gibt unterwegs auch nur eine Bergwertung. Allerdings dürfte die das Zünglein an der Waage sein für die Entstehung der entsprechenden Spitzengruppe des Tages. Wer da also mit dabei sein will, der muss richtig auf die Zähne beißen. Und dann wird die Frage sein, holt man die entsprechende Spitzengruppe nach dieser Bergwertung auf dem Weg bis zum Ziel nochmal ein? Oder kommen sie durch? Wenn sie eingeholt werden,
dann sehen wir vielleicht einen weiteren schönen Massensprint und ansonsten gibt es einen weiteren Ausreißersieg. Was auch passiert, so oder so sind wir morgen wieder mit dabei, ihr hoffentlich auch und wir sagen für heute wie immer, ciao.